Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie wir ganz einfach ein Skript zusammenbauen anhand der Verarbeitungswerkzeuge der rechten Seite. Jetzt wollen wir ganz einfach mal wissen, was gibt es denn alles für Algorithmen, die uns zur Verfügung stehen? Also das beginnt mit den ganz normalen Cookies-Algorithmen, dann Cheetah. Wie können wir uns das einfach mal anzeigen lassen? Wir gehen dazu einfach mal in die QGIS Python API und in die Klasse QGIS Application. Hier könnt ihr runterscrollen und klickt auf die Methode Processing Registry. Die befindet sich hier. Processing Registry gibt Werte zurück mit der Klasse QGIS Processing Registry. Da klickt man einfach mal hier drauf und verwenden hierfür die Methode Algorithms. Also ergibt eine Liste zurück über die verfügbaren Algorithmen. Klicken nochmal kurz hier rauf, hier steht es nochmal. Machen wir das doch einfach mal. Wir importieren uns QGIS, braucht man eigentlich nicht. Machen es auch trotzdem mal. Ich mache einfach mal eine Schleife, also vor. Machen wir mal temp algo in. Und jetzt müssen wir auf die Klasse zugreifen. Also QGIS Application.Processing Registry und aus der Klasse die Algorithms. Im nächsten Schritt wollen wir ja bloß hier in der Konsole drüben ausgegeben haben, also print temp Algorithmus. Geben wir uns einfach mal die ID aus, könnten wir dann immer zurückgreifen. Ein Separator machen wir einfach ein Minus und jetzt den Algorithmus Name, also den Display Name. Genau, das sollte eigentlich ausreichen und das war's schon. Ich habe schon wieder zweimal import geschrieben. So, und auf der linken Seite arbeitet er. Hier seht ihr schon, ne? Native Doppelpunkt Clip, also die Funktion heißt Clip. Und wie ist der Display Name? Also auf der rechten Seite stand da jetzt gerade zuschneiden. Ich ziehe es mal auf, also insgesamt 324. Wir haben hier QGIS eigene Native, Cheetal, genau, eine Krass habe ich ja nicht eingebunden aktuell. Also um die 350 Funktionen, die wir uns zur Verfügung stellen. Also die Funktion Extract by Expression nach dem Ausdruck extrahieren. Und die ID ist eben keine ID, sondern ein Stringwert, die wir dann wiederum brauchen, um, wie im letzten Video gezeigt, die hier beim Ausführen hier als String einzusetzen. Ich danke euch fürs Zusehen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.